Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Gameplay von Assassin's Creed 3. Natürlich wieder vom Quita. Eine Rückrunde quasi gegen den guten Aguero. Heute ein bisschen Off-Topic-Gequatsche. Und zwar, mir wurde dem Öfteren die Frage gestellt, kann ich dir ein Gameplay schicken? Ihr könnt mir ein Gameplay schicken. Ihr müsst aber dabei auf folgende Dinge achten. Ihr solltet mindestens 720p aufnehmen. Das wäre mir wichtig, die Plattform ist völlig egal, ob PS3, Xbox 360 oder PC ist völlig irrelevant, also ihr könnt mir alles zuschicken, ist völlig egal, aber wie gesagt, mindestens 720p, es dürfen keine Wasserzeichen drin sein, sprich, weiß ich nicht, euer Avatar eingefügt oder weiß ich nicht, irgendwas oder euer Name noch in Schriftform irgendwo im Video drin, das muss nicht unbedingt sein, ihr werdet ja sowieso im Video erwähnt und in der Videobeschreibung auch verlinkt, also die Leute können mit einem Klick quasi euren Kanal erreichen. Und es sollte natürlich nicht bereits kommentiert sein von euch, weil das mache ja ich. Gibt's sonst noch was? Nee, mehr nicht. Ihr könnt das dann auf Netload, Rabbitshow oder sonst irgendeinen beliebigen Sharehoster hochladen. Das ist, bleibt euch überlassen. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Achtet aber hierbei auch darauf, dass ich das wirklich gratis runterladen kann. Sprich, ich muss mich da nicht extra anmelden, muss da, was weiß ich, irgendwelche Daten angeben, muss da extra für Geld ausgeben oder sonst was. Sondern es sollte gratis sein. Da gibt's ja wirklich Unmengen Sharehoster, die das gratis anbieten. Wie gesagt, zum Beispiel Netload oder Rabbitshare. Bei Rabbitshare übrigens darauf achten, wenn ihr da hochladen tut, weil das ist ja wirklich übrigens, ne, ist ja sehr bekannt, einer der bekanntesten Sharehoster, da hat auch der gute Guida sein Gameplay hochgeladen, da müsst ihr darauf achten, wenn ihr das hochladen tut, dass ihr das öffentlich freigebt, das Video, weil sonst kann ich das nicht runterladen, ich kann dann zwar den Link sehen, aber ich kann es nicht runterladen. Also da müsst ihr gucken, ich kann euch gar nicht sagen, wie das genau geht, weil wo ich Rabbitshare benutzt habe, ist wirklich Ewigkeiten her, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ist wirklich sehr, sehr lang her. Ja, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Ne, das war's dann eigentlich. Also, das mal zu dem. Ihr könnt das jederzeit einschicken. Der Modus ist auch völlig egal. Es muss nicht meucheln sein. Es kann auch Deathmatch sein. Es kann gesucht sein. Es kann Kopfjagd sein. Es kann dominant sein. Oder was es nicht alles gibt. Das mehr gibt's da, glaube ich, eh nicht, ne? Ja. Auf jeden Fall könnt alles, egal welches. Das ist übrigens auch der letzte Part, den ich auf der Platte habe vom guten Kuita. Also ich könnte sowieso Nachschub gebrauchen, immer her damit. Ich werde natürlich auch eigene Gameplays noch machen, das ist ja keine Frage. Ich werde versuchen, mich da hinzusetzen und versuchen, gute Gameplays zu machen, sagen wir es mal so. Ich bin ja nicht so der Überprofi hier, jetzt wie der gute Kuita hier. Und meucheln sowieso nicht. Ich bin ja mehr so Deathmatch-Künstler. Künstler kann man schon gar nicht mehr nennen eigentlich, das ist ja... Ich bin ein solider Spieler, mehr nicht. Aber ich probiere, dass ich da ein paar gute Gameplays rausballer. Und dann mal gucken. Jo. Dann habe ich auch Leute gefragt, ob sie mich auf der PS3 adden können. Natürlich könnt ihr mich adden. Ich werde den Namen, also die ID von der PS3, die PSN-ID, werde ich in die Videobeschreibung tun. Weil ich die nicht auswendig weiß. Ich weiß nur, dass ich Nero heiße und dann habe ich eine ewig lange Zahl dran und die kann ich mich selbst nicht erinnern. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum ich diesen Namen genommen habe. Das, Da habe ich mir die PS3 gekauft, bin sofort nach Hause damit, habe sie angehängt, Internet angeschlossen, das ging so schnell. Da habe ich mir jetzt nicht extra einen Namen ausgedacht, ich wollte damals einfach sofort direkt hier GTA 4 suchten online. Und letztendlich habe ich es gar nicht so gesuchtet, weil es gar nicht so geil war. Ist aber nur meine Meinung, also so übergeil war es dann doch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und da kann mich jeder adden, das ist nämlich sowieso so ein Account, wo ich einfach alles annehme. Ich habe ja noch einen Privataccount, wo ich dann quasi, nur Leute drin habe, die ich auch direkt kenne. Also quasi auch im echten Leben kenne, sozusagen, ja. Aber so dieser Account, den ich hier in die Videobeschreibung machen werde, da könnt ihr bedenkenlos adden. Jo, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir haben ja meucheln, der gute Kuita wird hier gewinnen. Übrigens hat sich auch der Aguero in den Kommentaren gemeldet. Man kann mir Gameplays zuschicken, wie gesagt. Also ihr könnt mir alle Gameplays zuschicken. Das ist kein Problem. Anforderungen habe ich ja gesagt. Was ich halt wirklich nicht annehme, sind so Grabber-Aufnahmen oder sowas. Weil ich weiß ganz genau, wie schlecht die sind. Weil ich ja früher, ist aber ewig her, selbst mit Grabber aufgenommen habe. Und ich weiß ganz genau, dass man hier nicht viel rausholen kann. Das nimmt ja höchstens 480p auf und
Da hast du die, voll die Balken drinnen, die kannst du zwar strecken, aber dann sieht das Bild trotzdem beschissen aus. Also, wie gesagt, mindestens 720p von den einen der drei genannten. Habe ich drei eigentlich genannt? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, es gibt nämlich drei TV-Karten, die ich euch empfehlen kann. Das wäre zum einen die Avamedia, die Elgato oder die HD-PVR, wo auch der Guida hier aufgenommen hat. Das Gameplay ist mit einer HD-PVR aufgenommen. Soweit ich weiß, geht die bis 1080i. Also nicht ganz Full HD. Das einzige, was wirklich Full HD aufnehmen kann, ist eben die Elgato und das ist auch die beste, die werde ich mir auch holen, kann ich auch nur ins Herz legen. Kostet gerade mal 150 Euro, werde ich mal gerade eben, ist jetzt nicht irgendwie Werbung für die Elgato oder sonst was, aber einfach nur als Empfehlung, werde ich euch den Link zur Elgato in die Videobeschreibung tun. Ist einfach wirklich das beste Gerät und ich kann es jedem Let's Player oder Dingens hier, Gameplay-Ersteller oder was weiß ich hier, Commentary-Dingsbumster-Macher, einfach nur empfehlen, das ist einfach das Beste, was man machen kann. Merkt ihr das denn nicht, dass er anvisiert wird? Das ist, frage ich mich die ganze Zeit. Echt seltsam, naja, gut. Ich weiß nicht, es gibt ja wirklich Leute, die freuen sich immer, wenn sie in Sessions kommen, wo dann ganz viele Level 5, Level 6, Level 10 und sowas, also die ganz, ganz frisch gebackenen drin sind, damit sie die einfach voll vernichten können und mit, was weiß ich, wie viele Punkte rausgehen aus dem Match. Also mir tun die ein bisschen leid, vielleicht bin ich da der Einzige, der so denkt, aber ich weiß nicht. Ich spiele lieber mit Leuten, die wirklich selbst auch was drauf haben. Und ich bin sogar, ich finde, man lernt sogar besser, wenn man mit solchen Leuten zusammenspielt, die extrem gut sind. Ich finde, man lernt dann besser das Spiel. Man regt sich natürlich viel mehr auf, ist ja klar, weil die einfach Tricks drauf haben, wo man sich denkt, boah, what the fuck, was hat der gerade gemacht, wieso konnte ich den nicht töten, wieso hat mich der jetzt gestunt, etc. Das stimmt schon, aber so ganz frisch gebacken erlege ich nicht gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kann mich erinnern, wo ich das Spiel angemacht habe und überhaupt keinen Plan hatte. Gut, ich muss ja dazu sagen, ich habe Assassin's Creed Brotherhood extrem gesuchtet und war auch gar nicht mal schlecht in dem Spiel. Habe ich auch übrigens aufgenommen, könnt ihr auch auf meinen Kanal gucken. Ist aber ewig her, wie gesagt, mit alten Headset noch und pipapo. Assassin's Creed Revelations war ja dann vom Multiplayer her ja total was anderes. Das hast du ja nicht mehr wirklich vergleichen können mit Assassin's Creed Brotherhood, da war ja vieles dann neu. Und Assassin's Creed 3 hat das Ganze dann nochmal getoppt. Und für mich war das dann von Brotherhood auf Assassin's Creed 3 Multiplayer, war das ein enormer Unterschied. Und das war schon heftig, wo ich dann da angefangen habe. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe ja direkt zu Release angefangen eigentlich. Ich glaube 3-4 Tage später. Da Amazon mir das verspätet geschickt hat, meine ich natürlich. Jo, aber da gab es direkt schon, was weiß ich, 40, 50er Prestige Nummer 1 und so weiter. Damals dachte ich übrigens noch, dass dieses Prestige da heißt, dass die im Idem Shop was gekauft haben. Dass dieser Stern heißt, hey, ich bin Idem Shopper. Dachte ich, ich hatte keine Ahnung, was hier Prestige heißt. Das gab's ja in Assassin's Creed Brotherhood noch gar nicht. Ich weiß nicht, gab's das in Revelations eigentlich schon? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Weiß ich jetzt gar nicht, ob's da schon Prestige gab. Aber hier gibt es auf jeden Fall Prestige. Und um da mal eine Aussage zu korrigieren, die ich mal in einem anderen Video machte, da habe ich ja gesagt, dass Prestige Nummer 9 das Maximale ist. Das stimmt natürlich nicht. Wir sehen ja hier, der Aguero ist ja Prestige Nummer 24. Ich glaube, bis 99 geht das Ganze. Prestige Nummer 99 habe ich aber noch nie gesehen. Ich glaube, das Höchste, was ich gesehen habe, war Prestige Nummer 42. Das war, glaube ich, das Höchste. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, der hatte gar nicht so viel drauf, wie das Level von dem, der da hier wiedergespiegelt hat. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Das Level war höher, als überhaupt sein Skill war. Gut, wir waren im Deathmatch. Mir ist generell aufgefallen, die meisten Prestige, die ziemlich hoch sind, sind wirklich nur ausschließlich im Meucheln gut. Und im Deathmatch haben sie jetzt nicht so viel drauf. Ja, da sind sie vielleicht nicht schlecht, aber auch nicht überdimensional gut. Weil Meucheln und Deathmatch sind ja wirklich zwei verschiedene Sachen. Die kannst du eigentlich nicht wirklich miteinander vergleichen. Hat nicht wirklich was miteinander zu tun. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, ist wirklich, dass gesucht überhaupt nicht gespielt wird von den Leuten. Minimal. Und die meisten finden scheiße. Mich inbegriffen, muss ich sagen. Ich finde gesucht überhaupt nicht gut. Total langweilig. Jeder läuft nur wie ein Wilder über die Map. Man kann kaum Punkte machen.
Nee, gefällt mir überhaupt nicht. Also, gesucht hat irgendwie überhaupt keinen Reiz für mich. Nee. Ist wirklich der schlechteste Modus, kann ich wirklich hier so bedenkenlos einfach von mir geben. Ist wirklich der schlechteste und unkreativste Modus, den sich Assassin's Creed hier ausgedacht hat. Der übrigens seit Assassin's Creed Brotherhood aber schon besteht, aber da war er irgendwie noch besser. Aber hier in Assassin's Creed 3 rockt er einfach überhaupt nichts. Aber gut, das Gameplay neigt sich dem Ende zu. Ich verabschiede mich hier wieder. Wie gesagt, sendet mir fleißig eure Gameplays, damit ich hier auch was hochladen kann, weil ich bin eine faule Sau und habe nicht immer Zeit zum Aufnehmen. In diesem Sinne, haut rein, euer Kage.